Fateh Pur Sikri, die Stadt des Sieges, liegt 40 Kilometer südwestlich von Agra und ist heute eine typisch indische Kleinstadt im Bundesstaat Uttar Pradesh mit über 35.000 Einwohnern. Mit Fell der Reiseleiter. Ja, ja, ja. Morgen. Morgen. Ihr wart zu langsam. Mit diesen deutschen Touristen haben wir uns quasi täglich ein Wettrennen geliefert. Nach einer kurzen Busfahrt erreichen wir Fateh Pur Sikri. Und sofort werden wir von den zahlreichen Straßenhändlern belagert. So, wir sind entkommen und jetzt steht der Besichtigung von Fateh Pur Sikri nichts mehr im Wege. Der Legende nach wurde Fateh Pur Sikri in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vom kinderlosen Mogulherrscher Akbar errichtet. Und zwar aus Dankbarkeit dem berühmten Mystiker Sheikh Salim Kisti gegenüber. Dieser hat ihm nämlich die Geburt von 3 Söhnen prophezeit. Und tatsächlich wurde ein Jahr später ein gesundes Kind geboren, der spätere Thronfolger Jehangir. Hier sehen wir den Divan e Khas oder Ibadat Khana. Am oberen Ende der achteckigen Säule in der Mitte ist eine Plattform angebracht. In deren Mitte saß Akbar, der Kaiser. In allen Ecken der Plattform sind Kabinen. In diesen saßen Akbars Edelleute ihrer Rangordnung nach. Von diesem Platz aus pflegte Akbar täglich seinen Untertanen Audienz zu geben. Divan-i-Am ist ein 111 Meter langer rechteckiger Vorhof des Palastes, der von einer Terrasse umgeben ist. An seiner Westseite liegt der Königsbalkon, dahinter befinden sich Räume, von denen aus die Haremsdamen den Vorhof durch vergitterte Fenster beobachten konnten. Ein Einheimischer hofft durch einen Sprung in diesen Teich auf etwas Kleingeld von den Touristen. Die Schatzkammer im Nordosten des Komplexes. Ob es wirklich als Schatzkammer diente, ist offen. Dies hier ist der Sitz des Astrologen. Hier wurde der Herrscher über seine Zukunft beraten. Ein 30 Quadratmeter großes Wasserbecken namens Anip Talao. 4 Stege verbinden die Ufer mit einer Plattform, auf der saß der Kaiser und diskutierte mit islamischen Intellektuellen Fragen des Rechts und der Kunst. Rumi Sultana, das Haus der türkischen Sultanin, das sich innerhalb der Palastmauern befindet. Der einzige noch erhaltene Raum ist reich geschmückt, Wände und Decke des ca. 5x5 Meter großen Raumes sind mit bildhauerischen Arbeiten von außerordentlicher Schönheit ausgestattet. Das Speisezimmer. Hier wurde die Nahrung aufbewahrt. Ein Schlafgemach, das hohe, ist das Bett. Thank you.
Zimmer für zweite Frau. Für christliche. Für christliche Frau. Und weil Muslime haben wir wirklich alle die Palastküche. Ich bin im Hindu-Zimmer. Tragen die immer Hindu-Frauen immer eine Ohrringe, lange, lange Ohrringe. Wir so viele Fest. Aber während des Fest oder Fasten müssen die immer Frauen nur einmal essen. Und die Frauen zum Beispiel immer die alle die Küche. Müssen selbst waschen und dann die Frauen können in der einfachen Küche waschen. Aber er war ein bisschen manchen. Erster war ein bisschen dunkler, aber die zweite war sehr, sehr hübsch. Nun geht es in Akbars eigentlichen Palast, Daulat Khana, der Ort des Glücks. Ein Wächterhaus. Hier sind wir nun inmitten des Chotbai-Palastes. Der Palast ist nach der Mutter Jehangirs benannt und man nimmt an, dass er das erste in Fatehpur errichtete Gebäude gewesen ist. Mit seinen hohen Mauern und dem Wächterhäuschen am Eingang erinnert der fensterlose Bau an eine stark gesicherte Festung. In diesem Bereich lebte auch ein Großteil der über 300 Konkubinen des Kaisers. Der Bau vereinigt hinduistische und muslimische Elemente. Etwas außerhalb befanden sich die Unterkünfte der Bediensteten und die Reitstelle. Die Gartenanlage des Hofes, wo heute auch die Toiletten für die Touristen untergebracht sind. Und nachdem wir eben diese aufgesucht haben, verlassen wir Fatehpur Sikri wieder.